Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schon einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,10 $. Also auf jeden Fall wieder ein bisschen abgesagt das Ganze. 2%, naja, ist jetzt. Oder 1,87% hier. Ist im Kryptospace ehrlich gesagt nicht so viel. Wohl rauf als runter kannst da schon mal am Tag 3, 4, 5% variieren. Eigentlich mal krass, wenn man drüber nachdenkt. Aber es sind halt andere Geflogenheiten hier im Kryptospace. Trotzdem soll dem kein Abbruch getan werden, dass hier sehr viele Coins sehr weit runter sind. 10%, 5%. Ja, aber man sollte immer den Long Term im Auge behalten. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr wisst, für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr viel zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür kommen wir zum ersten Tweet für heute von King Solomon. Und er schreibt hier: Wir sind in Kontakt mit den Ripple-Leuten. Wir können noch nicht drüber reden. Gebaut auf dem Ripple-Protokoll. Ne? Hier, Identity, Build on the Ripple-Protokoll. Was das wohl für Gespräche da sind im Hintergrund mit den Ripple-Leuten. Sagen dann hier, ja, wir können noch nicht drüber reden. Wir wissen noch nicht, was da genau rauskommt. So. Sagen dann, aber wir sind in Kontakt mit den Ripple-Leuten. Und dann hier, zack, Build on the Ripple-Protokoll. Examples of specific blockchains like Ripple and R3's Corda. The question is if we have direct contact with these organizations at the moment. We've got a business development agenda which is full of contacts with a range of different opportunities from us, including some of the brands that we let out yesterday. But of course, it's not publicly available information yet because the parties have not entered into any type of agreement and we're not ready to disclose that. So unfortunately, I think that's part of the rules and regulations that come with being a listed business, that we're not able to talk freely about the early stage conversations we're having with prospective parties. But I, you know, shareholders should be confident that there are lots of those happening. Spricht aus meiner Sicht schon eine sehr eindeutige Sprache, aber natürlich dürfen diese Leute das dann immer nicht offiziell announcen, das ist klar. Aber wir sehen doch schon, dass da im Hintergrund einiges sich tut. Weiter geht's von Equity Capital und er schreibt hier, als Brett Garlinghouse damals in 2018 gesagt hat, wir werden nicht mit Swift partnern, wir werden es übernehmen, war das bestimmt nur ein Zufall mit der geplanten Klage gegen Ripple XRP, als die SEC dann quasi gegen Ripple vorgegangen ist, weil die auch in Anführungsstrichen wissen, was das für eine Macht einfach ist, auch diese ganze Firma und das ganze Netzwerk halt. Und wir sehen ja natürlich seit Monaten, seit Jahren auch dieses Netzwerk sich immer weiter ausbreiten. Klar, hier in Europa ist es immer noch so ein bisschen so ein Ding, dass man nicht ganz so viel mitbekommt, aber gerade in Japan, ne, so was ich so mitbekommen habe, sind Japaner echt wirklich richtige XRP-Fans. Da wird echt sehr, sehr viel gekauft, sehr, sehr viel gehalten davon. Und deswegen ist es für die USA eigentlich nur das Ding. Spielen sie mit in dem Spiel, nehmen sie es auch als neue Währung in Anführungsstrichen an, als neues System. Klar, ob man mit XRP dann bezahlen wird und so weiter, bleibt fraglich. Aber es geht halt um den XRP-Ledger, ne? Also die zugrunde liegende Technologie, dass im Endeffekt Coins und Transaktionen über XRP halt abgewickelt werden können. Einfach dieses CBDC, die Brückenwährung XRP. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Deutschland mit dem Euro bezahle, ne, dann wird der Euro umgewandelt in XRP. Die XRP werden verschickt, zum Beispiel nach Asien irgendwo, ne? Und dann wird da halt mit dem, was haben die da für eine Yen oder so? Kann das sein? Ich bin da leider etwas unbewandert, aber zum Beispiel in Amerika haben die ja Dollar und dann schickst du halt von Euro, wird umgewandelt in XRP, XRP wird verschickt und dann wieder zurückgewandelt in den Dollar und dann hast du halt eine schnelle Transaktion und hast quasi den Euro verschickt, also indirekt halt. Weiter geht's von John Wick, er sagt hier, du hast es erfasst, Gary. Denn Gary schreibt hier, du könntest die Blockchain-Technologie nutzen, aber du brauchst immer noch eine Brückenwährung dazwischen und diese Brücke könnte einen stabilen Wert haben, ein Stablecoin, der entsprechend vom Dollar oder Euro gedeckt ist. Oder es könnte eine Währung, wie Ripple sie hat, eine Alternative sein. Aha, aha, aha. Eine Währung, wie Ripple sie hat. Ja, das sagt sogar Gary Gensler ganz offen. Ja, wer das nicht sieht, dass das alles ein Spiel ist, dem rate ich dringend, sich nochmal ein bisschen mehr zu informieren. Weiter geht's von CoinDesk Beta. Das ist ja ein News-Outlet, glaube ich, nennt man das so. Ne? Sie schreiben hier einen Artikel, der Kryptowährungsmarkt wird sich mehr als verdreifachen bis 2030. Long-term bullish, sage ich da nur. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 13% zwischen 2021 und 2030. Und damit entsprechend, also das ganze Ding hier mal 3 gehen. Ne? Aktuell sind wir, glaube ich, so bei 2,1 Trillion Dollar. Also jetzt im amerikanischen System. Die haben ja keine Milliarde. Aber zumindest ist es so,
dass ich auch long-term sehr, sehr bullish bin auf Krypto. So, ich blende hier einmal den Artikel kurz ein. Ich glaube, das hier unten reicht, wenn ich es eben als auf Deutsch übersetze. Dann kann man sich das kurz durchlesen. Also pausiert bitte eben das Video. Und zumindest ist es so, dass ich auch denke, dass der Krypto, also wir sind gerade am Anfang. Aus meiner Sicht ist das Fakt. Natürlich bin ich kein Financial Advisor, wie ihr wisst, aber trotzdem ist es so, dass da noch so viel Potenzial und so viel Optimierungsbedarf an so vielen Ecken und Enden ist, dass wir wirklich erst am Anfang sind. Jeder Coin ist natürlich spekulativ, verstehe ich, ne? Aber ich teile das in meinem Gehirn schon so ein, dass beispielsweise so ein Coin wie XRP, XLM, XDC, Algorand oder sowas, IOTA, gute Coins sind, die einen besseren Use Case haben als Coins wie zum Beispiel Shiba Inu oder sowas. Ne? Boah, ich hasse Shiba Inu. Aber zumindest denke ich halt, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Ne? Klar, es gibt Leute, die haben bestimmt super viel Geld mit Shiba Inu gemacht, aber aus meiner Sicht hat das dann nicht mehr viel mit dem in die Utility und in den Nutzen zu investieren, sondern halt darauf zu spekulieren, dass der halt hochgeht. Ne? Von, dass da mehr Leute kommen, die dann noch da reinsteigen. Wie hoch jetzt diese Chance ist, sei ja mal dahingestellt so. Aber bei XRP beispielsweise spekuliere ich ja nicht darauf, dass jetzt irgendwelche Retail-Investoren, so wie du und ich im Endeffekt, dass wir da investieren, das hat eigentlich keinen Einfluss darauf, meiner Meinung nach. Sondern es geht darum, dass die Institutionen wie Zentralbanken und so weiter dieses Netzwerk übernehmen und oder mit integrieren das Netzwerk, sagen wir es lieber so, und dass das halt den Nutzen und dann wird. Seien wir ehrlich, die Zentralbank aus Amerika wird niemals in Shiba Inu investieren oder in Dogecoin oder in was auch immer für ein Coin, der keinen Nutzen hat. Ne? Oder in irgendeinen Binance Smart Chain Scam Coin. Ne? Alla. Was habe ich da schon gelesen? Ich weiß es alles gar nicht mehr. Ne? Gibt es ja jeden Tag hunderte von diesen Scam Coins. Und vielleicht ist mal einer dabei, der einen wirklich reich macht. Aber die meisten sind alles nur Rugpulls und Scams. Dann geht es weiter von The Hole Bedict XRP. Er schreibt hier Ripple On Demand Liquidity. Kunde IDT. Boss Revolution. Hier Boss Revolution. Eine direkte zur Geldbörse. Also hier auf jeden Fall weitere Partnerschaften rollen sich aus. Wir haben hier einmal den ganzen Artikel dazu. Den scrolle ich einmal auf Originalsprache hier einmal durch. Boss Revolution. Genau, da haben wir es schon. Und dann einmal noch auf Deutsch übersetzen, Cash-to-Wallet-Überweisung. Genau, hier einmal für die deutsche Fraktion. Weiter geht's von James Rule XRP. Er schreibt hier Securities and Exchange Board aus Indien. Ne? Also hier die SEBI fragt direkt nach einer Ledger-Technologie, auf die sie integrieren können. Ne? Wir sehen das jetzt alles mehr und mehr unfolden, aber vergesst auf jeden Fall nie, wenn das schon das ist, was sie uns zeigen, was haben die denn erst im Hintergrund schon? Ne? Also, wie gesagt, immer, wenn die jetzt offiziell sagen, hier, wir fangen jetzt mit den Tests an, dann sind die Tests eigentlich immer schon abgeschlossen, kann man sich eigentlich sehr sicher sein, weil die einem natürlich nie die ganze Wahrheit sagen oder nie immer den aktuellen Stand verraten. Das ist sehr, sehr interessant, was da kommt. Ich habe euch noch einmal hier den Artikel mitgebracht, ne? Den ganzen Money Control. Ich möchte jetzt, wie gesagt, wirklich mehr auf die ganzen Artikel hier immer eingehen. Also schon ein bisschen zu weit hier. Wisst ihr, weil das einfach auch so ein bisschen diese News sind, die ich damals immer nur sehr oberflächlich behandelt habe. Und ich finde es immer ganz cool, wenn ihr euch das hier einmal dann durchlesen könnt. So, ihr wisst Bescheid. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.